Von der Gier. Wahnsinn, welche Energie sie entwickelt. Dieser Ausdruck in den Augen, das Verlangen nach Kontrolle. Etwas derber, etwas fester, etwas tiefer. Immer mehr und kaum zu stoppen, geschweige denn den Zaum zu halten. Launisch ist sie, wie ihr Herr. Nimmt sich, wonach ihr der Sinn steht. Will es laut, zügellos und nass. Kennt wenig Grenzen und testet ihre Beute. Energisch, wenn sie einmal frei, ist sie hungrig und unglaublich fixiert. Mehr Haut, mehr Intensität, mehr Höhe und mehr Befriedigung. Doch was stillt ihren Appetit? Was genau ist ihre Beute? Was macht sie aus? Worauf geht sie los? Fordert und fördert grenzüberschreitend. Neue Höhen nie geahnt. Die Gier ist zu lesen in Bewegung, Stimme und den Augen. Sie ist in der Lage, die Punkte zu finden, die völlig den Willen brechen. Sie begehrt, sie jagt, sie erfüllt. Es ist das Duo, die Befriedigung und die Gier. Sie ergänzen sich, verbinden sich, machen gemeinsame Sache. Aber selten wird die Gier ganz von alleine gelassen. Der Respekt und die Liebe sind die Taktgeber. Sie lassen sich manchmal, auf dass sie sich austobt, zur Ruhe kommt. Die Gier, sie ist ein wundervolles Gefühl. Oft ist es eine Berührung oder ein Kuss. Geweckt wird sie ganz verschieden. Immer ein wenig darauf bedacht, wie sie gerufen. Wirkt oft als Antwort, herausgefordert, sich selbst feige genannt. Langsam und sanft, oft in Front, werden übermannt von der Gier. Überrascht und hinterhältig zurückgelassen. Für Momente, Sekunden, mal auch Stunden. Du kannst es spüren. Hart gestoßen, kein sanftes Berühren. Sie ist grob und hart. Sie ist oft genau das, was du vermisst. Sie sucht das Miststück, die Schlampe, die Hure. Gib nicht Ruhe ohne die Befriedigung von Beute und Herr. Sie ist der Schlüssel zur Mischung. Sie gibt das Bild. Wahnsinn in den Augen und Hände, die fordern. Sie will dir alles abverlangen und lässt dich auf dem Höhepunkt fallen, um dich nach wieder anzutreiben. Seltsam, diese Gier, doch wollte ich nicht ohne sie.